Frankie spielt richtig gut. Er hat in jedem Spiel seine Chancen und er kreiert auch Tormöglichkeiten. Er ist noch jung, aber wir sind alle begeistert von ihm. Mit Trainer Dave King hat der Angesprochene einen echten Mentor gefunden, der ihn aufgebaut hat und ihn unterstützt. Der 20-Jährige zahlt dies mit Leistung zurück. Alle Jugendteams hat der junge Mann durchlaufen und war bei den Jungadlern einmal bester Scorer der Liga. Bei der U20-WM gelang ihm dieses Kunststück im Jahr 2007. Mittlerweile ist er Stammspieler bei den Adlern. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden bisher mit dem Verlauf. Ich bekomme viel Eiszeit, viel Vertrauen geschenkt. Dann habe ich halt das nötige Quäntchen Glück und mache halt mal das ein oder andere Tor. Aber im Großen und Ganzen wirklich, also hätte ich nicht gedacht, dass es zu diesem Zeitpunkt jetzt so gut für mich laufen würde. Die letzten beiden Jahre hat er bei den Heilbronner Falken verbracht, wurde dort nicht nur zu einem der wichtigsten Spieler, sondern reifte auch als Persönlichkeit. Der Abiturient ist einer, der lernbereit ist, was sich auch beim Besuch bei Adler-Geschäftspartner Karl Büroeinrichtungen zeigt. Die Betriebsführung macht ihm sichtlichen Spaß. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, zumal ich mir vorher eigentlich gar kein Bild machen konnte, was ja eigentlich auf mich zukommt. Aber ich muss wirklich sagen, einige Neuerungen oder Neuheiten, sage ich mal, in Anführungszeichen, die mich wirklich neugierig gemacht haben zum einen, aber auch die mich sehr fasziniert haben zum anderen. Mir gefallen Spieler, die richtig hinlangen. Das ist auch das, was mir ab und zu mal ein bisschen fehlt. Aber ich glaube, wenn man so sieht, wie er auch schon loslegt, weiter so. Weiter so, hoffentlich in Mannheim. Denn Frank Mauer ist einer, den viele Scouts auf ihrer Liste stehen haben. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um auch in anderen Ligen bestehen zu können. Mein Blick fokussiert sich eigentlich auf die Adler und alles, was irgendwann mal kommen möge. Das schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber mein Blick gehört den Adlern. Also niemals NHL? Fragezeichen? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sein Vertrag läuft bis 2011. Bis dahin wird er noch einen Schritt weiter sein. Die Fans haben ihn aber bereits jetzt schon in die Herzen geschlossen. Nicht nur, weil er ein klasse Eishockeyspieler ist, sondern auch, weil er unbekümmert und freundlich ist. Diese Mischung hat Seltenheitswert.